Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die komplette Serienbox von Lilyhammer. Alle weiteren Informationen zu dieser Serie und der Box, sowie natürlich auch die Links zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Lilyhammer, die komplette Serie. Das Ganze natürlich noch in Plastik eingeschweißt. Und wir haben hier einen 16er Aufkleber. Wir werden das Ganze mal aus dem Plastik befreien, aus der Folie. Und dann schauen wir uns das mal im Detail an. Am besten wahrscheinlich hier oben zu öffnen. So, 16er ist weg, Folie genauso. Es ist eine eher dünnere Box. Wir haben hier nur drei Staffeln. Auf der Vorderseite sehen wir die Hauptcharaktere der Serie. Das ist die Hauptrolle. Lilyhammer, die komplette Serie, lesen wir hier in Rot. Drei Blu-rays und Studio-Kanal. Auf der linken Seite ebenfalls nochmal Lilyhammer, die komplette Serie. Und auf der Rückseite haben wir dann die Infos zur Serie. Also, ich lese das mal kurz vor. Skurrile Charaktere im verträumten Niemandsland. Willkommen in den verschneiten Weiten Norwegens. Alle drei Staffeln der schwarzhumorigen Gangsterserie mit der Sopranos-Star Stephen van Sand oder Sand erstmals in einer Gesamtedition. Frank Taliano ist Mitglied der New Yorker Mafia und sagt in einem Prozess gegen seinen eigenen Boss aus. Bedingung: die Aufnahme in ein Zeugenschutzprogramm des FBI. Fortan baut er sich unter dem Namen Giovanni bzw. Johnny Henriksen ein Leben im norwegischen Lillehammer auf und hat nicht nur mit den kulturellen Unterschieden zu kämpfen. Also der Typ, der ist eben bekannt geworden hauptsächlich durch seine Rolle in Sopranos und war dort die rechte Hand, also der Konziliere von Anthony, also von Tony Soprano, vom Chef damals, vom Oberhaupt der Familie. Und dann haben wir hier noch die Informationen zur Serie an sich, also in den Sprachen Deutsch und Englisch, Dolby Digital 5.1, Untertitel in Deutsch, scheinbar nur für Staffel 3, Laufzeit 1081 Minuten, Bild, Region und Extras. An Extras haben wir Outtakes, der Soundtrack, Making-of, Concept Art, Trailer und Wendecover. Alles klar. Dann hier noch vier einzelne Standbilder, vier Szenen. Und dann haben wir hier die drei Blu-rays, so sehen die von der Rückenansicht aus. Gefällt mir immer gut so eine Detailarbeit, wenn man den Rücken irgendwie schön gestaltet. Also wir haben hier dreimal die Hauptrolle auf dem Cover oder auf der Rückseite zu sehen. Lilyhammer, erste, zweite und dritte Staffel. Gut, dann machen wir das Ganze mal auf. So sieht die Box von innen aus. Relativ schlicht, so eine Kartonbox. Und dann haben wir natürlich die drei Staffeln, also 1, 2 und 3. Alle drei Staffeln ab 16 Jahren. Klassische Blu-ray-Hüllen. Auch hier natürlich wieder die Infos, was jetzt in der Staffel genau passiert. Dann haben wir hier noch einen Einleger, wo man noch andere Serien aufgelistet sieht. Und dann haben wir hier auf der DVD die Info, 8 Folgen und über die Laufzeit. Standard, so sieht das Ganze aus. Also es haben wirklich alle drei Staffeln jeweils 8 Folgen, sprich 3x8, 24 Folgen. Das ist das Cover der zweiten Staffel. So sieht das aus. Und auch hier wieder die 8 Folgen auf der DVD aufgelistet. Und dann natürlich noch die dritte Staffel. Auch hier natürlich wieder die Folgen. Ich bin generell ein großer Serienfan und meine Lieblingsserien oder meine Lieblingshandlungen von Serien sind eigentlich so die zwei Themen oder Gebiete, Geheimdienste und Kriminalität. Also
Mafia-Serien, wie zum Beispiel Sopranos oder in diesem Fall Lilyhammer. Deswegen fand ich die Serie sehr gut. Ist mal was anderes und da sieht man einfach, wie sich ein ja, ehemaliger Mafia-Oberhaupt, nicht ganz, aber auf jeden Fall einer der höheren Mafia-Ränge in Norwegen so tut, von null auf wieder zu starten und dort Schritt für Schritt so seine kriminelle Karriere fortsetzt, ist ganz spannend. Und gibt auch die ein oder andere lustige Szene, also es ist keine reine Krimi oder keine reine Mafia-Serie, aber durchaus unterhaltungswert. Ja, das war's für heute. Die komplette Serienbox von Lilyhammer. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der Serie bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr diese Serie feiert, falls ihr das Ganze unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.